Gibt es ein Problem? Hat Miri dir deine wundervolle Bartpracht besorgt? Die ist gewachsen. Die ist gewachsen. Wow, das ging schnell. Ist nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Trifft aber ganz gut deine Haarfarbe. Natürlich tut sie das, weil sie ist ja gewachsen. Ich wollte es einfach mal auswachsen lassen, ein bisschen. Ja. Okay, ja, ich lieb's. Hallo. Ich find's super. Hallo. Hi. Ich habe Angst, dass, wenn ich ihn wieder abreiße, ich meine anderen Haare, die da drunter sind, mit abreiße. Deswegen werde ich ihn jetzt für immer tragen. Naja. Alles für die Kunst. Alles für die Kunst. Ja, alles für die Kunst. Hallo, Leute. Na? Im Chat heißt es, ich würde dir sagen, den kenne ich von Rocket Beans, aber ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auch so eine große Brille tragen. Ja! Schwarze. Vielleicht so. Moment genau. Mal. Und so eine falsche Nase. Okay. Ja. Ah ja, ich habe gesehen, dass ich die gestern noch etwas leiser gestellt hatte. Es gibt es aber nur heute, Leute. Zur Feier des Tages. Okay. Ist mir sonst zu anstrengend. Also. Ich möchte das positiv hervorheben. Das Dankeschön, Cosplay, das hier stattfindet. Weil ich möchte kurz anmerken, sonst seid ihr nämlich immer alle diejenigen, die sich mega an Schale werfen. Vor allem du, Mairi. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit, endlich Bart zu tragen. Jetzt möchte ich es auch machen. Ich finde es toll, wirklich. Gut. Ich freue mich sehr. Dankeschön, Dankeschön. Und ich habe natürlich auch noch. Verdammt, ich kann den Hut nicht aufsetzen wegen meinen Kopfhörern. Ja. Oh, der ist ja toll. Er ist wirklich sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass du eine viktorianische Stadt übernehmen willst. Vielleicht. Vielleicht. Jetzt ist er lauter als ich. Vielleicht muss ich auch, oder? Vielleicht kann ich auch so machen. Moment. So geht's. Ein bisschen. Es ist nicht ganz gemütlich, aber wird schon. Ja. Festhackern? Ja. Das wird schon gehen, das wird schon gehen. Knettband an die Kopfhörer, ja, das ist, ne, ich weiß es nicht. Er ist mir eh zu klein. Das ist ja das Problem von mir. Ich habe eine sehr große Kopfgröße. Entsprechend gibt es keine Hüte, die mir passen. Keinen einzigen. Also keine, die du nicht extra anfertigen lassen musst dafür, ja, ne? Dazu bin ich nicht der Typ. Das weiß ich nicht. Der hat mir Miri gegeben. Es fühlt sich an wie Samt. Aber wahrscheinlich nur mit Samt bespannt. Ist wahrscheinlich nur beflockt. Ja, also, stimmt. Ja, weil wenn es Filz ist, kannst du ihn ja tatsächlich größer machen. Nee, ich glaube, es ist kein Filz. Ich würde eher tippen, dass es sowas wie Pappe und dann ist bespannt. Wer weiß. Ach. Da muss ich jetzt absetzen. Da muss der Bart reichen. Ist das der Monopoly-Mann? Ja. Oh, es wird gefragt, was gespielt wird. Es wird D&D gespielt. Das sollte ich vielleicht, kann ich noch in den Titel packen. Da hätte ich dran denken können. Stimmt. Das könnte, ist noch jetzt noch nicht ganz klar ersichtlich. Neue D&D-Kampagne. Ben hat die Zunge auf Pringles, hat er geschrieben. Kampagne. Kann ich verstehen, ich auch. Ich kann mit diesem Bart aber, glaube ich, auch nichts trinken, weil ich ihn sonst ruiniere. Aber ich versuch's mal. Nee, ich versuch's lieber nicht. Ich hole mir einen Strohhalm, ja? Ich bin gleich wieder da. Okay. Spielt Steffen wieder einen Barbaren? Hey, das ist ähnlich ist. Er spielt einen tanzenden Kampfbaden, aber die Charaktere werden wir gleich noch alle vorstellen. Da bin ich wieder. Hallo, hallo. Hi. Spiele ich einen Barten, spiele ich. Mhm. Ja, einen Barten. Ich werde auch ganz viel, ich spiele zum ersten Mal einen Barten. Ich muss ganz viel nachgucken wahrscheinlich. Es tut mir jetzt schon leid. Aber am Anfang geht es ja noch. Alles gut, wenn du Fragen hast oder so. Was hast du für Zauber? Ich habe, als Zaubertricks habe ich Thunderclap und Vicious Mockery. Mhm. Als Stufe 1 habe ich Sleep, Tasha's Hideous Laughter, Dissonant Whispers und Unseen Servant. Mhm. Und auf Stufe 2 habe ich Heat Metal und Phantasmal Force. Phantasmal Force ist, glaube ich, ein neuer Zauber, wenn mich alles täuscht. Der jetzt ein neuer dabei ist, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es den schon in Zenitha gab oder so. Ah, das kann auch sein, stimmt. Ich glaube, er ist mir nicht ganz neu, aber dass er im Grundregelwerk drin ist. Ich kann den sowieso nicht. Äh,
Zauberliste. So neu ist er nicht geschrieben? Okay, ja. Da gibt's schon etwas. Okay, sorry. Ich kenne es immer nur Hexenmeister-Zauber. Er ist für dich neu. Er ist für mich neu, genau. Aber finde ich eine gute Zusammenstellung. Du bist ein Beleidigungs-, Ablenkungs- und Kampfbarde. Genau, richtig. Ich habe auch das Gefühl, dass der School of Dance-Barde so ein bisschen eine Mischung aus Barde und Mönch ist. Aber wir werden sehen. Du bist sehr gut im Ausweichen, ja. Mhm. Und Leuten dann noch einen Klaps. Ich habe das Gefühl, der Tanzbarde ist ein bisschen so der Stummfilm. Hauptdarsteller. Ja. Und dann noch hinten einen draufhauen und aha, und dann kommt halt irgendwas, was witty, das als Karte eingeblendet wird, damit man die Vicious Mockery nicht vorher sich überlegen muss. Richtig. Dann passt auch eher der Bart dazu. Ja, das stimmt. In welchem? Das war doch Idris B., wo es auch passieren kann, dass man auf einmal in einem Stummfilm ist, oder? Ja, richtig. Idris B. hervorragend. Das ist ein so tolles System. Würde ich jederzeit wieder spielen. Also wenn du es mal wieder anbieten willst. Immer gerne. Dann kommt gerne Maggie, das melancholische Model. Die normalste Person in dieser Runde. Mit Abstand. Ich weiß gar nicht mehr, was die vierte Person war. Wir hatten den Türrahmen, wir hatten das Hummertelefon und da gab es irgendwie noch dabei, oder nicht? Ich bin gerade wirklich im Überlegen, weil ich glaube fast, dass irgendwie, war nicht jemand krank geworden? Das kann sein, ja. Aber ja, ich erinnere mich vor allen Dingen auch an den Türrahmen auf der Suche nach seiner Tür und das Hummertelefon, das sexy Hummertelefon. Ach nee, wir hatten Bana noch dabei, die das Gürteltier gespielt hat. Stimmt. Die zweitnormalste Person in der Runde. Richtig. Das ist ein Gürteltier. Und das heißt einiges. Mhm. Ich habe auch schon eine Hero Forge Link. Soll ich den einfach rüberschicken? Oh ja. Dann mal schnell zusammengeklöppelt. Kann ich deinen Barden, deinen kleinen Barden, rasch in die Kampagne holen? Es dauert ja immer ein bisschen, bis das alles abgehandelt ist und die Mini dann zur Verfügung steht. Und er ignoriert die Beinäxte. Das ist nur Deko. Das ist nur Deko, ja, ja. Oh mein Gott, der sieht super aus. Ich liebe ihn jetzt schon. Okay. Ohne Werbung für Hero Forge zu machen. Also wir werden nicht dafür bezahlt, aber es sind mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also ist es auch die kontinuierliche Weiterentwicklung, was ich ziemlich cool finde. Weil ich regelmäßig habe, ich suche nach etwas, das gibt es nicht. Und irgendwann später sagt mir jemand, oh, doch, das gibt es. Weil es dann mittlerweile implementiert worden ist. Also wie viele Arme und Tentakel und Flügel und andere Dinge man inzwischen an sich dran tackern kann. Stimmt. Für das D&D in the Castle durfte ich eine NSC-Figur, einen Big Bad, bauen und bin da etwas eskaliert. Weil sie sagten, es darf groß sein und mit allem, was du irgendwie dran machen kannst. Und ich so, geil. Aha. Hast du es dann auch direkt über die drucken lassen oder druckst du das selber dann? Nee, die drucken das. Die haben irgendwie einen Deal mit Hero Forge, glaube ich. Okay. Und das wird dann mitgebracht zum Castle. Die ganzen Spielenden haben auch ihren Charakter als Miniatur. Aber finde ich jetzt nicht viel verlangt dafür, wie teuer das ist. Und vielleicht interessant für euch, nicht unbedingt für die Leute im Chat, aber vielleicht für dich, Mari. Mhm. Bei uns im Discord ist jemand aufgetaucht, dessen 89-jähriger Bekannter gerade seine alte DSA-Sammlung auflöst, unter anderem mit dem alten Abenteuer-Basisspiel und so weiter. Also wenn du Interesse hast, kann ich dir gerne mal eine Liste weiterleiten. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon noch habt und ob euch das interessiert. Ich glaube, wir haben fast alles, was die ersten Jahre rausgekommen ist. Zumindest im Reprint. Aber ja, trotzdem gerne. Allein schon, weil wir es dann wieder Leuten geben, die es interessiert. Mhm. Mhm. Damit es einen fairen Preis auch bekommt. Das ist vor allem wichtig, ja. Ich war teilweise bei Auktionen, wo wirklich richtig, richtig wertvolle und tolle, coole Sammlerdinge dann auftauchten. Aber wenn du nicht genügend Leute hast, die daran teilnehmen und dann bieten,
dann geht es halt wirklich zum Bruchteil des Preises weg. Und das ist doch schade. Gerade wenn jemand sagt, ich löse meine Sammlung auf und ich kann das Geld gebrauchen. Eben, eben. Also ich glaube, das Geld braucht er nicht unbedingt, sondern es geht eher darum, dass es in gute Hände kommt, glaube ich. Und das ist ja das Wichtigste. In pfleglich behandelt wird, ja. Ganz genau, ja. Okay. Okay, noch ist er nicht fertig, dein Halbling, oder? Reload. Nope, still processing. Okay. Kann ich währenddessen mal checken, wie denn meine Taverne ausgestattet ist? Ah, wir starten in der Taverne. Ganz ja, klassisch. Ihr startet tatsächlich in einer Taverne, aber ihr wisst schon, dass ihr dort Kontakt aufnehmen sollt mit eurem Auftraggeber. Da bin ich beruhigt. Ja. Da müssen Leute rein in so eine Taverne. Nicht wahr? Ja. Personen gehören in eine Taverne. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon drüber sprechen möchtest, Mario, oder wenn alle da sind. Die letzte Gruppe war ja sehr wholesome. Mhm. Was für eine Art von Kampagne wird das denn von der Stimmung her? Eine abenteuerlich pragmatische. Also ich finde es vollkommen okay, wenn wirklich auch irgendwie so, wir sind gute Freunde und arbeiten gerne zusammen. Und so. Also ich will jetzt kein PvP oder so etwas anstreben. Aber dass es vollkommen okay ist, wenn die Charaktere auch mal weniger tolle Beweggründe haben. Oder können auch durchaus mal unterschiedlicher Meinung sein, weißt du? Das wäre natürlich cool. Okay. Und solche Dinge. Okay, da kommt eine Banner. Ah, man sieht sie noch nicht. Ich muss es gerade noch einstellen. Moment. So. Hallo. Moment, Hallöchen. Wie mache ich das denn jetzt? Das hier. So machen wir das. Du bist auch übrigens schon Online-Banner. Ihr gleich bei mir auch. Oh mein Gott. Oh, stimmt. Ich sehe, Orkisch ist gerade online gegangen. Ein paar Zahlen hier mal machen bei. Sonst werde ich von hier Jeff Bezos gekündigt. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht, nein. Wir alle wollen Jeff Bezos pleasen. Ja. Unbedingt. Leb dein Leben so, dass Jeff Bezos nicht verstehen würde, was du da tust. Ja. Das finde ich einen sehr guten Rat. So. Oh, und wer in die Kampagne mit rein will? Ich mache eben noch eine Einladung für die der Invite-Code für Talespire ist das Wort, das ich gesucht habe. Mann. Okay. Wozu Prinz schreibt, also wenn ich die Prime Day Vorschläge so angucke, dann hat Jeff Bezos nicht direkt leiseste Ahnung von meinem Leben. Dann hast du alles richtig gemacht. Sehr gut. Ich kann das leider nicht behaupten. Zumindest Bücher werden mir hin und wieder sinnige empfohlen bei Amazon. Aber auch nur hin und wieder. Ich kriege auch dieses, du bist doch deutsch. Deswegen liest du Fitzek. Immerhin kriegst du keine Wurstkabeltrommel in deine Vorschläge. Ja, als Deutscher. Kennst du das Ding wirklich nicht? Nein, es gibt so dieses Wurstkabeltrommel. Es ist eine Kabeltrommel, wo einfach so eine Wurst drüber gelegt worden ist. Also eine Wurstkette. Ja. Und dann kann man die Wurst von der Kabeltrommel. Ja. Also es ist sicher sehr hochwertig. Mhm. Oh Gott. Und das sind so die Dinge, wo ich mir vorstelle, Jeff Bezos, das klickt er an, wenn er sagt, ah, hier kommt jemand aus Deutschland. Und es ist Oktober. Ja, die Wurstkabeltrommel und der 5 Kilogramm Eimer Nutella. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Nutella gegessen habe, ohne dass es Teil eines Crepes war.
Stimmt, ja, es geht mir genauso. Ja. Wenn man auf Weihnachtsmärkten oder so ist, Crepe-Stand gibt ja immer die verschiedenen Optionen. Und mein Go-To-Crepe ist mit Bananenscheiben und Nutella. Das ist auch immer so wieder Crepe, wollte ich schon sagen. Crepe. Immer Kinderriegel bei mir. Kinderriegel? Ah, so Kinderriegel ist Zucker wie möglich. Okay, ja. Auch nicht schlecht. Mein Tisch ist klein. Oder sind hier Leute von der Crepe geht auch herzhaft Fraktion? Oh, Nee. Zimt und Zucker oder Kinderriegel, das ja, oder nicht. Apfelmus. Apfelmus auch. Oh, ja. Apfelmus ist auch gut. Ganz klassisch. Eine sehr schicke Taverne, Mayri. Sehr schöne Taverne. Dankeschön. Die ist direkt nach der Vorlage aus Enemy Within gebaut. Also ich habe meine eigene Taverne kopiert. Cool. Und dafür habe ich tatsächlich, glaube ich, mein erstes Modell auf den Tales Bazaar hochgeladen. Yay! Hey, das war gut. Ich finde, also das muss man Tales Bazaar wirklich lassen. Ich finde diese ganze Workshop-Integration und diesen Tales Bazaar so geil. Man muss sich um nichts kümmern, weil es alles gibt es quasi. Ganze Kampagnen gibt es da. Ja. Es ist abgefahren. Ich werde das auch für meine nächste D&D-Kampagne auf jeden Fall nutzen. Es ist einfach zu gut. Und es ist so hübsch. Also, wenn man wirklich was ganz, ganz, ganz Spezifisches will, dann baut man. Ich habe zum Beispiel für heute was sehr, sehr Spezifisches gebaut. In zwei verschiedenen Versionen. Warte, nee, den muss ich ja nicht runterladen. Aber dein... Wo ist er denn... Ich habe übrigens meine Tastatur ist nicht so laut. Ich höre nichts. Sehr gut. Ich habe nämlich eine neue Tastatur gekauft und das ist eine von diesen Gamer super lauten Tastaturen, wo ich hinterher erst gemerkt habe, Face war keine gute Idee. Naja. So. Ich habe deinen Halbling. Sehr gut. Wie schnell kann ich jemanden bei Hilferfurt bauen? Ich habe 10 Minuten gebraucht. Oh, wahrscheinlich auch nicht so lange. So, dann benennen wir den Halbling jetzt. Kilian. Mhm. Und dann machen wir ihn unique. Und dann geben wir dem Jiwatski die Erlaubnis, ihn zu steuern. Ja, da ist er. Jetzt gehört er dir. Sein Bart wirft einen majestätischen Schatten. Ich weiß nicht, ob es der Bart ist oder eine von den beiden Äxten. Aber majestätisch ist es auf jeden Fall. Beides gut. Tada! Also, wir machen gleich noch ein bisschen Stimmung. Wir spielen Inland der vergessenen Reiche. Also nicht an der Küste, sondern bei den Nether Mountains. Also in der Savage Frontier, wie man es nennt. Ja, aber sonst immer in meiner Homebrew-Welt gespielt. Deswegen kenne ich mich mit der ganzen Geschichte von den Forgotten Realms gar nicht so gut aus. Ist nicht schlimm. Ist aber schon ganz gut. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich hatte gerade ganz fürchterliche Flashbacks. Zu was? Erzähle ich das gerade allen oder euch dreien? Das erzählst du jetzt gerade allen. Sorry, wir sind schon im Stream. Dann okay, später. Es ist nur halb so wild. Ich musste gerade aus Gründen den Zoom-Link mit allen Zeichen zu Fuß in den Browser eintippen. Oh Gott. Und das hat ganz schlimme Flashbacks gegeben zu früher aus der 64er, die Listings abtippen. Und da gab es ja wenigstens so einen Prüfsummer, der immer Geräusche gemacht hat, wenn man am Ende einer Zeile falsch war. Und ich wusste bis ich reinkam, nicht, dass es funktioniert hatte. Juhu, ich habe keinen Fehler. Aber es hat funktioniert. Hallo Vielo und vielen Dank für den Raid. Hallo Sus. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen heute mit der neuen Kampagne an.
Und mir fiel irgendwann vorhin auf, dass ich noch keinen Namen für sie habe, sondern es ist nur die neue Kampagne gewesen. Jetzt heißt sie erstmal Wanderlust, bis mir jemand sagt, dass das ein doofer Name ist für das, was wir machen. Aber mal schauen. Ich habe gar keinen Wanderrucksack dabei. Aber die erstmal bodenständig anfangende Dungeons & Dragons Kampagne mit den 2024 Regeln in den Forgotten Realms ist ein zu langer Titel. Das stimmt. Wurde mir gesagt. Weiß auch nicht. Wie kann ich meinen Charakter nochmal drehen in Testball? Du musst ihn in die Richtung bewegen, ein kleines bisschen, dann richtet er sich automatisch aus. Ah, okay. Hallo, hallo. Hallo. Guten Tag. So, so, so. Das sind wir. Hello. So. Ich habe mich übrigens lauter gemacht. Der Chat hat schon den Hammer. Sehr gut. Das ist super. Dann beschäftige ich mich mal damit. Oh, du, 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 du. Die ganzen Sachen im Streaming auch fertig einzurichten. Hm? Nico hat ein sehr schönes Layout gemacht. Sogar zwei sehr schöne Layouts gemacht. Die wollen eingerichtet werden. Der Hund hat auch Wanderlust und will immer raus und rein, deswegen werde ich mich da einrichten müssen. Meiner hat nur große Empörung, weil eben jemand gewagt hat, sich dem Haus zu nähern. Zurecht. Ich glaube, meiner hat gerade irgendwas hier unter dem Bett im Keller gefunden und liegt jetzt davor. Gut, dann ist er wenigstens beschäftigt. Da drunter kommen tut er nicht. Das war nur Chihuahua unsicher, aber gigantische, mauritiusige Jagdhunde kommen da nicht drunter. Alles gut. Aber er versucht's. Stimmt, ihr habt ja so eine Ragtag-Bande von Rettungshunden. Ja. Von sehr liebenswerten Rettungshunden. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt hier noch einen leider, aber der ist ja besonders liebenswert. Und klemmt gerade halb unterm Bett. Okay. Oh nein, ich habe auch den Würfel gespawnt. Ich kann sie wieder entfernen, aber. Sorry. Mhm. Klicken zur Seite. Oh, ich habe nur 20 gewürfelt. Aber das passiert uns allen. Dann behalt ihn. Hol ihn zurück. Dinge einrichten. Weil gerade gefragt wird, wird das ein One-Shot oder eine längere Kampagne? Das wird eine längere Kampagne, oder? Das wird eine Kampagne, ja. Sehr gut. Das ist zumindest der Plan. Aber so eine, wo durchaus auch mal die Leute durchwechseln können. Vielen Dank für die Leute, die mir noch guten Hunger wünschen. Selbstgemachtes Risotto mit Pilzen und Butternut Squash und reichlich, logischerweise, Käse. Besten Appetit. So, ich glaub, und wieder aufgewärmt. Solange es schmeckt. Steffen, im Übrigen, perfekter Schnulli. Dankeschön. Ich habe auch noch welche, aber jetzt ist mir das zu schuftig. Jetzt lasse ich mir für nächstes Mal was anderes einfallen. Gut. Ich könnte natürlich hiermit, aber auf dem Kopfhörer ist das schwierig. Ja, das geht mir leider auch so. M3Q fragt, was ist Butternut Squash? Das ist ein Kürbis. Das sind die, die ein bisschen aussehen wie so kleine, unten bauchige Flaschen. In Creme- bis Ockerfarben. Beige, glatte, längliche Kürbisse. Und die haben ein orangenes, sanft, nussig schmeckendes Fleisch im Inneren. Kann ich absolut empfehlen. Kann man auch super Suppe draus machen. Flügelkopf. Und Nudelsoße auch. Statt Tomatensoße eine Kürbisbasis, ja. Ja. Hallo, oh, Daniela. Schnauwort, Steffen. Hi, Mary. Hi, ihr tollen Menschen. Wir sind schon live, direkt als Warnung, damit du Bescheid weißt. Alles klar. Gut. Dann kann ich euch jetzt nämlich fertig einrichten. Das ist ja nice. Dann machen wir das doch direkt.
Okay. So, ich mache hier das mal rüber. Das können die Leute zumindest schon ein bisschen Tales Bayer sehen. Und dann füge ich uns jetzt eins nach dem anderen da ein. Oh, ein schönes Overlay. Mhm. Hat er hübsch gemacht, ne? Lob an Nico. Ja, Lob an Nico. Es klingt wie so ein Kult. Lob an Nico. Lobe den Nico. Lobe den Nico. Nico. Nicht, dass er ihn herbeibeschwört. Passt auf. Ja, gleich geht die Tür auf und er steht hinter mir und schaut mich fragend an, was hier passiert. Und vernichtet ein paar Großstädte im Vorbeigehen. Und ein Mayri beschreibt schon wieder Essen und ich hatte noch nichts zum Abend. Das tut mir sehr leid. Diesmal ist es aber tatsächlich Essen, das wirklich physisch hier ist. Also, ich bin mir keines Fehlers bewusst. Ich rede nur darüber, was ich selber vor einer Weile gekocht und heute wieder aufgewärmt habe. Außerdem beschreibe ich gerne Essen. Weil ich gerne über leckeres Essen nachdenke. Und das völlig zu Recht. Eben. Vor allen Dingen, jetzt wird Herbst, jetzt gibt es ein paar der leckersten Sachen überhaupt. Oh ja, total. Mm. Ich habe ja auch schon einen Kürbis in der Küche, ich freue mich schon so, den zuzubereiten. Mm. Oh, was wird aus ihm gemacht? Oh, wahrscheinlich eins der Klassiker, also entweder Kürbis-Curry oder Kürbissuppe oder Kürbis-Pumpkins. Mal gucken, aber es wird auch nicht der letzte Kürbis sein, den ich für diesen Herbst gekauft habe. Sehr gut. Kürbisse sind schon eine der tollsten Sachen am Herbst. Kürbisse, ja. Ganz viele Nüsse, Maronen kommen jetzt wieder, frische. Mm. Aber ich meine, es ist auch eine sehr gute, noch so letzte Apfelzeit teils. Der Most und der Federweißer sind jetzt langsam durch, aber das war auch gut. Ich war auf einem Lab genau zur Federweißerzeit und dann hatten Leute welchen dabei. Ein Traum. Ja, der war richtig lecker. Was? Ah. Es war, falls ihr euch gerade gefragt habt, was sind das für komische Geräusche, das war OBS, das mir sagt, aber du kannst doch nicht irgendwie was versuchen, in diesem Fenster zu machen, weil ich habe ein anderes Fenster offen, ohne das Fenster geöffnet zu haben. Okay. Also hat zu lange gebraucht, um das zweite Dialogfenster zu öffnen. Mir aber gesagt, ich kann nichts anderes machen, weil da ja noch ein zweites Dialogfenster offen ist. Wie deutsche Ämter manchmal, die Software. So, jetzt kann man schon mal eine Bana und einen Steffen sehen. Ich muss mich ein bisschen recken hier oder anders verpacken. Wenn mein Namensschild ein bisschen in mein Kinn ragt oder so. So geht's. Stückchen für Stückchen baue ich euch ein. Ist ansonsten alles gut? Ja! Ich hab Bock. Du hast Bock? Ja, yes. Ich nice. Auch, sowas von. Ich überfliege gerade nochmal so meinen Charakter. Das ist schon cool. Es ist das erste Mal, dass ich Ranger spiele tatsächlich. Deswegen habe ich auch so wenig Ahnung davon, wie der richtig funktioniert, abseits vom Hunters Mark. Das habe ich mal miterlebt. Das hat Efi, glaube ich, in unserer Icewind Dale Kampagne, hat sich, glaube ich, auch einen Ranger. Mehr als Hunters Mark musst du auch nicht wissen. Das stimmt. Du musst dir merken, Hunters Mark ist das Wichtigste, weil viele Ranger vergessen das. Nee, man hat es nur zweimal kostenlos. Dann kostet es ja einen Spell-Slot. Mittlerweile zumindest. Ich weiß nicht, wie es früher war. Sag mal, OBS möchte mich gerade kirre. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich darf hier nichts machen. Denk mal drüber nach.
Ist egal. Ihr drei seid schon mal drin, das passt. Was könnte es noch sein? Ich sehe kein weiteres offenes Fenster. Das ist es nicht. Ja, ich möchte Fensteraufnahme 2 entfernen. Dankeschön. Was ist denn los heute? Und ich will eine existierende Fensteraufnahme hinzufügen, nämlich ein weiteres Zoom-Bild. Dankeschön. War das so schwer, OBS? Entschuldigung. Schreit ihr auch manchmal eure Technik an? Ja, immer. Ja. Andauernd. Ja. Ich bin erleichtert. Überhaupt Gegenstände anschreien, mache ich sehr gerne. Oder jedenfalls beschimpfen. Und durch Zoom hört man es vermutlich nicht, aber ich werde auch oft genug angeschrien. Doch, gerade hört man es, dass du angeschrien wirst. Irgendjemand ist unzufrieden. Ja, ich habe euch auch lieb. Ich gehe sie mal bestechen. Aha. Das heißt, wenn ich auch wild rumschreie, dann gibt mir Walker was zu wissen. Ja. Das muss höher sein. Höher geht nicht. Der Schnauzbart macht meine Stimme 2 Oktaven tiefer. Das klingt sehr realistisch, fürchte ich. Dein Testosteronwert schießt durch die Decke. Ich kann sagen, der plötzliche Testosteroneinschuss. Ja. Dieser Hund macht mich wahnsinnig. Der durchsucht gerade alles, ob es irgendwo was zu essen gibt oder so. Aber hier ist ein Keller, hier gibt es nichts. Nur Regale mit Dingen. Und dich. Und mich, aber mich isst er nicht. Ah, du bist technisch gesehen was zu essen. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich bin stärker als er. Das ist wahrscheinlich. Indy muss das auch immer wieder feststellen, wenn er der Meinung ist, dass wenn irgendetwas ihn gerade total fasziniert, wenn er auf die andere Seite der Straße will, ich stärker bin. Ja. Und er nicht einfach losgehen kann. Wobei, ich habe hier tatsächlich was zu essen im Keller, und zwar irgendein Podcast oder irgendwas hat mich geinfluenced und mir auch ein Flashback gemacht. Von als ich Kind war in Cornwall, gab es so kleine Scampi-Chips-Tütchen mit so viereckigen Kissen Scampi-Chips-Dingen. Siehst du, an die ich seit etwa 45 Jahren nicht mehr gedacht hatte. Und dann habe ich geguckt bei Online-Händlern meines Vertrauens, wo ein so ein Tütchen dann mit irgendwie 18 Gramm Chips 6,90 € kostete. Schnäppchen. Dann habe ich rausgefunden, dass eine Kiste mit 28 Packungen 15 € kostete. Und jetzt habe ich hier so eine Kiste mit Scampi-Chips stehen. Und die sind tatsächlich noch genauso wie mein geschmackliches Erinnerungsvermögen das abgespeichert hatte. Das ist echt abgefahren. Sehr lecker. Und die stehen hier noch. Da bin ich wieder. Hallo. Hey. Im Chat wurde gerade gefragt, ich bin neu hier. Reden die nur oder spielen die irgendwann auch? Ich weiß, ich will dich nicht enttäuschen, aber unser Spielen besteht auch schon zu einem guten Teil aus Reden. Vielleicht auch ein bisschen schreien, aber... Ja, ja, schon auch viel schreien, bestimmt. Ja, auch viel schreien. Was hast du für schreiende Dinger? Aber keine Agaponiden, oder? Agapowaya? Kann man das heilen? Nein, Agaponiden, diese kleinen, unzertrennlichen Mini-Schreibpapageien. Nee, die habe ich nicht. Ich habe Molinarsittiche. Die sind etwas weniger. Die haben mal so am Tag ihre 10, 15 Minuten, ja, aber dann ist auch wieder gut. Dann sitzen sie meistens da und sind sehr cool. Wir hatten früher aus dem Vogelschutz so zwischen 2 und 3 Pärchen von diesen Agaponiden. Zum einen sitzen die ja so aneinander den ganzen Tag und schreien, als müssten sie sich durchs ganze Haus verständigen. Zum anderen setzen die einen natürlich fürchterlich unter Druck. Guck mal, die knutschen schon wieder und dann steht man ganz alt da. Das ist nicht zu leisten. Okay, wenn das größte Problem ist an den Vögelchen. Ja, das waren die beiden Probleme. Ja, das sind definitiv die 2 größten Probleme an Vögeln. Ja. Wenn ich sie aufzählen würde, dann wären das die 2. Laut und lassen dich schlecht dastehen. Das ja, das reicht für ein Haustier. Mehr muss es nicht können. Man muss nicht so ein Alleskönner wie eine Katze sein.
Also ich weiß nicht, ob ich gerade den Nerv habe, das zweite Fenster auch noch einzurichten, wenn es mir die ganze Zeit sein blimp, blimp, ich kriege das nicht hin, blimp. Dementsprechend bleiben wir vielleicht einfach in dem ersten Layout. Da ist einfach Tails bei ja nicht drin. Aber ach so, okay. Dafür sind wir teils ein bisschen größer. Also ihr, ich nicht. Ja gut, dann bleiben wir so. Es ist jetzt auch gleich soweit. Alle mal ein Oh für Moritz. Oh. Guck mal, das ist eine Bana und ein Walker. Oh. So, Bana, wollen wir schauen, ob wir eine Mini für dich finden können? Ich habe gerade beim, soll ich die bei HeroForge direkt kaufen? Nee, du musst mir den Link schicken. Habe ich gerade im Discord. Hast du? Ah, habe ich noch nicht gesehen, sorry. Ist auch gerade eben erst fertig geworden, Entschuldigung. When you buy her. Dann. Es denkt gerade alles ziemlich lange nach hier. Bum-di-bum. Ja. Place order. Order! Order! Aber damit hätten wir die auch. So, der Rest. Also wir brauchen eine ältere Dame für Fuchskind. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier was finden. Unter den Menschen. Also wir haben hier eine ältere Dame mit Kopftuch und einer Schale mit Äpfeln. Das klingt gut. Oder Tomaten, ich bin mir nicht sicher. Ja, wunderbar, nehme ich. Dann nehmen wir die zumindest mal als Proxy. Benennen sie Mara. Dann machen wir sie unique. Dann brauchen wir einen menschlichen Kämpfer. Nimm einen ganz langweiligen mit einem Zweihänder. Einen langweiligen mit einem Zweihänder. Er wird durch seinen Zweihänder definiert geradezu. Tja, ich fürchte, der eine Typ mit einem Zweihänder ist der sonst nichts anhat und sehr verdächtig nach Kaum. Ja, kriege ich auch hin. Dann bin ich ja nah am Zwergenkämpfer dran, das passt schon. Ist wie Moritz aus dem Gesicht geschnitten. Ja. Ja, ja. Ich schau gerade. Ich kann mich halt auch nur selber spielen. Alles gut. Es gibt ansonsten noch Samurai. Und das hier mit Schild und anderthalb Händer. Weiß nicht. Es gibt allerdings auch hier den Typen mit der E-Gitarre. Nein, nimm den Conan-Typ. Alles gut. Wir nehmen den Barbaren. Gut. Dann bist du jetzt Obis. Und Obis ist unique. Und der Walker ist ein Gnomen-Ranger. Yes. Hier haben wir Gnome. Die sehen halt alle so nach Bastlern und Tüftlern aus. Das sind Magier mit einer Bierflasche. Genau, am ehesten der hat immerhin einen Mantel. Ja, kann man nehmen. Ansonsten, menschlicher Ranger wird es wahrscheinlich auch tun, aber ich finde den ganz knuffig. Dann nehmen wir den hier. Gut. Yes. Maus? Hm? Ich rede mit meiner Maus. Du hast jetzt auch noch eine Maus? Ja, hier. Meine Computermaus. Ach so. Wo wir noch drüber hatten, ob Leute ihre Technik anbrüllen. Ja, erst reden, dann brüllen. Haha. An- und ausschalten, das bringt es einfach immer.
Zumindest oft. That's true. Okay, noch ist die neue Millie nicht da. Digital Downloads. Die wird noch geprocessed. Bananepic ist noch im Processing, das tut mir leid. Okay, aber sobald ich bin auch sie jetzt kommt, sehr spät dran damit. Sobald sie kommt, packe ich dich ein. Ja. Ich meine, es steht euch immer frei, Finn Marain zu spielen. Mhm. Oder die große Elfe mit dem Apfel und der Axt. Aber warte, ich habe hier doch irgendwo auch Naku. Ja, Naku ist, glaube ich, der erste, den ich überhaupt gebaut habe. Das ist mein kleiner Kobold-Magier. Voll cool. Cute. Fancy. Ja. Vor allem der Magie-Effekt ist geil. Mhm. Da habe ich ganz viel rumgespielt. Und der kleine Kobold hat eine Pseudodrachen auf der Hand. Ich finde das schön. Der kleine Drache hat einen noch kleineren Drachen. Das finde ich toll. Support-Drache. Sollte jeder haben. Ja, der emotionelle Support-Drache, genau. Ja. Okay. Aber dann kann ich jetzt auch mal die Zugänglichkeit. Warte, nein. Jetzt habe ich ihn wieder. Er muss unique sein. Und Gem Tools Zugänglichkeit, der hier ist für Walker. Yay! Und sie hier ist. Nee, eben nicht. Banner ist ja noch nicht da. Gut. Also Banner ist da, aber ihre Figur nicht. Und es ist jetzt kurz nach 7, das heißt, wir können im Grunde offiziell anfangen. Und heute ist so Folge 0,5 ist die Idee, als dass wir schon ein bisschen Session Zero machen. Wie wollen wir das spielen? Wie sollen die Charaktere zueinander stehen? Was ist die Vorgeschichte? Und dann in die erste Story reinspielen, wenn das für euch alle angenehm ist. Ja. Yes. Ja, total. Super. Ich ändere mal eben dann Just Chatting zu Tabletop. Nein, es gibt ja sogar Dungeons and Dragons. Ha! Mhm. Dungeons and Degenerate Gamblers? Okay. Was? Wenn man einfach nur Dungeons eingibt, kriegt man interessante Dinge. Dungeons and Dragons hatte bis gerade eben 401 Zuschauer. Mari, ich muss leider, glaube ich, Tales by ausmachen, weil mein Laptop gerade super heiß wird. Ich weiß dann nicht, ist warum. Das. Ja, dann mach aus. Okay. Bevor hier irgendwas durchbrennt. Ja, das wollen wir nicht. Das ist sehr laut geworden. Why? So, hatten wir noch einen Raid, den ich verpasst habe? Ich glaube nicht, oder? Warum sind wir so viele Leute? Interesse? D&D? Ja, die neue Mairi? Kampagne? Also, Bam. Das will jeder sehen. Was? Ja. Okay. Hallo Menschen. Na dann. Hier kommt dann jetzt die Stelle, wo ich anmoderiere, damit das Ganze dann auch bei YouTube an dieser Stelle beginnt. Eine neue Gruppe von Leuten hat sich zusammengefunden, um eine neue Kampagne zu spielen, mit einem neuen Regelwerk oder zumindest einem halb neuen Regelwerk. Wir starten eine neue Kampagne mit den Dungeons & Dragons 2024 Regeln, was bedeutet, dass wir einen tanzenden Barren dabei haben und die Zauber sich ein bisschen anders anfühlen teilweise. Und wir machen heute die Session 0.5, in dem Sinne, dass wir ein bisschen Session Zero-Bearbeitung machen und dann auch direkt losspielen. Ich habe für heute schon fleißig in Tales Bayer gebaut, was der virtuelle Tabletop meiner Wahl ist, gerade wenn es um Dungeons & Dragons geht. Und habe mir eine schöne Runde an Leuten hier eingeladen, mit denen ich sehr gerne zusammenspiele und die, was mich sehr freut, offensichtlich auch gern mit mir zusammenspielen, zumindest gern genug, um jetzt hier zu sein. Und ganz liebe Grüße auch an die vielen Leute im Chat. Schön, dass ihr live dabei seid. Ich freue mich wirklich diebisch. Also, wer ist dabei? Fangen wir doch mal direkt unter mir an. Das ist Walker, den ich nicht ganz perfekt eingerichtet habe, muss ich gerade zugeben. Weil ich war da auch nicht da. Abwesenheit eingerichtet habe, während du gerade deine zirpenden Vögel im Hintergrund bestochen hast.
Ja, die sitzen jetzt auch ganz zufrieden da, plumpschen sich auf und knutschen wie Sau. Oh. Ja, wir haben ja schon gehört, dass das das Problem daran ist, wenn man solche Vögelchen hält, dass sie die ganze Zeit so romantisch sind. Könnt ihr nur. Und dabei auch noch so niedlich aussehen. So, der Walker, den haben wir zufällig bei einem Job irgendwann mal aufgegabelt. Ich glaube, wir gehören unter anderem mit zu den Leuten, die ihn mit Pen and Paper angesteckt haben, weil wir ihn für Drehs mit auf Cons geschleift haben. Und jetzt ist er daran hängen geblieben und findet sich in so ungefähr 20% aller Online-Runden im deutschsprachigen Raum wieder. Wo er immer ungefähr 130% gibt von dem, was von dem Charakter verlangt wird. Hallo Walker, du spielst Sisla, einen gnomischen Waldläufer. Der klingt wie etwas, was man auf den Grill packt. Ja, tatsächlich kommt es eher wegen seinen Pfeilen, die er früher als Kind verschossen hat, weil die waren nicht so gut gearbeitet und die haben beim Fliegen immer dieses Sss-Geräusch. Genau, ja, und deswegen heißt er Sisla. Sehr schön. Dann haben wir links unten den Peter Lustig des deutschen Rollenspiels. Ich habe beschlossen, dass du jedes Mal neue Monika brauchst. Und außerdem ein extrem gut aussehender Mann. Es ist vertraglich gesichert, dass ich das einmal pro Session sagen muss. Das erledige ich direkt jetzt. Das hast du jetzt geschafft, sehr damit gut. Damit das abgehakt ist. Das ist Moritz Melem. Und ich freue mich sehr, dass du ein modernes D20-System mit mir zu spielen bereit bist. Und ja, und ich bin auch schon gescheitert tatsächlich. Ja, ich spiele Obbes Treuherz und einen menschlichen Kämpfer, der einfach völlig profillos ist, bis auf seinen Zweihänder. Und ich bin gescheitert am Charakterbogen, den ich mir von den neuen Charakterbögen frisch ausgedruckt habe. Und da gibt es für jedes Attribut einen großen Kreis und ein kleines Viereck daneben. Und natürlich habe ich den Attributswert in den großen Kreis eingetragen. Und den Modifikator in das kleine Viereck. Aber nein, mittlerweile sind die Modifikatoren das Spannende und die Attributswerte sind Wumpe und dürfen nur in kleinen Kästchen daneben stehen. Tja, so sieht's nun mal aus. Du kannst dich frei verbaselt. Dafür entscheiden, wo du die einträgst. Es tut mir leid, hier deinen Vorurteilen Einhalt gebieten zu müssen. Nein. Bei mir steht hier Modifier und Score. Das. Okay, egal. Wenn man das in die Beyond macht, fragt es dich, wie du es haben willst. Ah, das ist nett. Okay. Aber Obbes ist ausnahmsweise kein Zwergenkämpfer, sondern ein menschlicher Kämpfer. Aber dafür hat er ein großes Schwert. Ja, ja. Und ein großes Herz. Oh. Unten befindet sich die wunderbare Fuchskind oder Daniela Schreiter, eine Comiczeichnerin und Autorin. Und außerdem meistens sehr schnell das Herz einer Rollenspielgruppe, weil sie eine große Begeisterung mitbringt, den emotionalen Kit zu spielen. Die Leute, die sich um andere kümmern, die selber die ein großes Herz haben. Jetzt musst du dich dann mit Moritz streiten, wer von euch das größere Herz hat. Nein, nimm du das größere Herz. Alles gut. Ah. Dafür hast du den größeren Zweihänder. Ja, definitiv. Du spielst eine menschliche Klerikerin und eine, die sich recht spät berufen dazu gefühlt hat, ins Abenteuerleben zu gehen. Ganz genau. Ich spiele Elmara. Sie ist schon eine ältere Dame. Sie ist gerade 81 geworden und ist dafür bekannt, dass sie bei sich im Kloster immer so die Suppenküche gemacht hat. Also sie hat die Suppe gekocht, hat die Leute versorgt, hat Kekse gebacken, immer dafür gesorgt, dass es allen gut geht, körperlich wie seelisch. Und hat sie gesagt, so, jetzt ist auch mal Zeit für mich. Jetzt möchte ich auch mal die Welt sehen. Jetzt habe ich genug für die Gemeinschaft getan. Und da können wir ja gleich gucken, wie wir uns genau kennengelernt haben. Vielleicht, als ihr mich mal besucht habt in der Suppenküche und gesagt, hey, dich nehmen wir mit, wir brauchen die Suppe, ist super gut. Und genau, daher werde ich dafür sorgen, dass es hoffentlich allen später auch gut geht und niemand gleich zu Boden geht, hoffe ich. Das werden wir sehen. Es wurde vorab ja schon geklärt, dass einige Leute hier nicht zu Boden gehen, sondern der Boden schleicht sich an sie an. Rechts unten vermutlich die squishigste Person dann in der Gruppe. Wird gespielt von der wunderbaren Banan-Epik von Orkig im Geschmack.
wenn ihr euch fragt, was orkig im Geschmack ist. Ich weiß auch nicht genau, wie das schmeckt, aber es ist auch ein Kanal hier auf Twitch und ein Projekt, wo auch regelmäßig Dungeons & Dragons, aber auch andere Dinge gespielt werden. Und da ist sie normalerweise, Bana, die Spielleitung. Und hier darf ich sie triezen als Spielerin. Schön, dass du da bist. Was ist Zaria denn für eine Magierin? Zaria ist noch eine sehr junge Magierin und ist tatsächlich dabei, noch zu erforschen und zu lernen, was sie überhaupt so kann. Das werden wir dann wohl feststellen. Ja. Und rechts oben mit dem besten Bart der Runde. Also es tut mir leid, dass da die anderen beiden Bartträger hier zurückstecken müssen dahinter. Steffen, zuweilen auch als Jiwatski bekannt oder der Gastgeber am Tavernentresen, streamt auch einiges an Pen & Paper. Meistens gerne die etwas abseitigeren Sachen. Wenn ihr irgendein abstruses Indie-Spielchen findet, in dem man seltsame Dinge spielen kann oder sehr ungewöhnliche Stories, dann entweder hat Steffen es schon geleitet oder er wird sich freuen über den Hinweis. Und du bist heute hier als Barde, nachdem wir beim ersten Mal Testspielen der 2024-Edition es ein kommunikatives Missverständnis gab und du einen Barbarden gespielt hast, gibt es jetzt einen tanzenden Barden. Richtig? Genau, richtig. Ich bin Killian. Killian ist ein Halbling, so Mitte 40, der schon ein bisschen was erlebt hat im Leben, aber jetzt zwangsweise auszieht in die Wildnis und ist tatsächlich die neue School of Dance, so ein bisschen eine Mischung aus einem Barden und einem Mönch, deswegen er auch gut unbewaffnet zuschlagen kann. Es wird hervorragend. Und ja, ich freue mich. Sehr gut. Das ist unsere Besetzung für heute und ich könnte mir keine bessere vorstellen. In dem Sinne, als dass ich mit allen von euch sehr gerne spiele und dass ich weiß, dass ihr sehr, sehr gut auch zusammenspielt, weil ich euch alle schon des Öfteren unter meiner spielleiterischen Knute habe. Es ist aber schon so gedacht, dass wir in dieser Runde durchaus auch mal im Laufe der Kampagne, wenn Leute nicht können, andere einwechseln oder mal ein bisschen durchgehen, weil wir versuchen, bei unseren Kampagnen ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, dass man nicht immer exakt mit der gleichen Besetzung weiterspielen muss, sondern auch mal durchtauschen kann und dass die einzelnen Storys auch ein bisschen mehr für sich alleine stehen können. Und wie das hier funktionieren wird, werden wir im Laufe des heutigen Spieleabends vermutlich auch noch rausfinden. Teil der Session Zero. Normalerweise würde ich jetzt länger mit euch drüber reden, was Dinge sind, die ihr nicht erleben wollt, aber wir haben alle schon sehr oft zusammen gespielt. Ihr kennt meinen Spielleitungsstil, glaube ich, relativ gut. Ich bin eine klare Verfechterin von, wenn eure Ideen irgendwie halbwegs realistisch sind und oder unterhaltsam, kriegen wir das regeltechnisch schon hingebogen. Und solange ihr nicht irgendwie versucht, anderen dabei an den Karren zu fahren oder irgendwie ungemütlich zum Rest der Leute zu sein. Aber ich glaube, das tut niemand hier. Und es gibt wie üblich wahrscheinlich eine Warnung für Beschreibung von körperlichen Verletzungen, möglicherweise monströse Dinge und ein bisschen Ekel, schleimig, Kribbel, Krabbel, Gruselzeugs und Beschreibungen von Essen. Mir wurde gesagt, ich soll davor warnen. Und wenn Mathematik vorkommt, heute aber nicht geplant zumindest. Die Mathematik zumindest. Und ihr könnt gerne dann an dieser Stelle einmal sagen, was ihr euch für euren Charakter wünschen würdet, beziehungsweise wie ihr seht, was der Charakter für eine in der Runde eine Rolle übernimmt, damit wir klären, wie die Dynamik ist. Und da würde ich jetzt andersrum anfangen und den Steffen einmal fragen, was würdest du dir denn wünschen für Killian? Worauf hättest du richtig Bock, das mit ihm zu machen? Und wie ist der in einer Gruppensituation so? Ich glaube, Killian ist tatsächlich eher ein bodenständiger Charakter, der Dinge eher so heads-on angeht. Mhm. Also der vielleicht nicht so super viel diskutiert und vielleicht auch von den anderen manchmal ein bisschen zurückgehalten werden muss, wenn das für anderen okay ist. Vielleicht, das müsste aber Daniela beantworten, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass zwischen Killian und Elmara vielleicht eine ganz gute Verbindung so bestehen könnte. Vielleicht ist Killian, nachdem er aus seiner Bande rausgeflogen ist, irgendwie bei dir gelandet in der Suppenküche und seitdem ist man irgendwie verbunden oder so. Es ist, glaube ich, gut, wenn Killian so eine etwas ausgleichende Person hat, wo er sagen kann, ja, okay, ich renne jetzt mal nicht nach vorne und trete dem Typen, der uns hier gerade beleidigt hat, in den Arsch, sondern halt mich mal zurück des Friedenswillens.
Das ist so in der Art. Ist das okay für dich, Daniela? Ja, das ist total super. Mag ich sehr gern. Passt auch dann super zu meinem Charakter, weil ich auf jeden Fall auch eher so balancing so in der Gruppe sein möchte. Also perfekt. Gut. Das heißt, wir haben Elmara, die immer mal wieder so vorsichtig eine Hand auf die Schulter legt und sagt, ganz ruhig, tief durchatmen. Möchtest du vielleicht erst einen Nussriegel? Iss doch mal einen kandierten Apfel. Und genau, du bist nur hungrig. Du bist gar nicht wütend. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wunderbar. Und was würdest du gerne für Szenen haben? Hast du irgendwelche Wünsche? Ich prüge mich gerne und bin gerne wütend. Mhm. Gut, dann schauen wir mal, ob sich jemand mit dir anlegt. Hangry. So, Bana. Wie ist Saria in der Gruppendynamik? Saria ist wahrscheinlich relativ zurückhaltend. Sie ist im Kampf relativ wenig zu gebrauchen, kann ich euch jetzt schon sagen. Weil sie ist eher die... Sie spezialisiert sich auf Magie, um andere Magie zu negieren. Ihr Ziel ist es, irgendwann die Magierin zu sein, vor der andere Magier Angst haben. Deswegen ist sie im Kampf immer zurückhaltend, versucht hier und da zu unterstützen, aber angriffstechnisch geht so. Und auch generell, sie ist sehr neugierig, sehr wissensbegierig und will natürlich so viel Wissen wie möglich aufsaugen, was sie gebrauchen kann für ihren Weg. Also fast auch so ein bisschen so überhaupt erstmal die Welt genau. Kennenlernen. Genau, wie gesagt, sie ist noch sehr jung, sie ist erst junge 19 Jahre alt. Sie ist noch dabei, die Welt zu entdecken und sich selbst auch zu entdecken. Und auf was für Szenen hättest du Lust? Das ist eine sehr gute Frage. Die Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. Das ist okay, du kannst auch sagen, keine Ahnung. Ich bin offen für alles. Okay, dann nehmen wir das. Super. Dann haben wir wiederum Elmara. Ich habe das Gefühl, Elmara ist in der Gruppendynamik wie schon prophezeit der Kleister. Ich glaube auch. Ja, also ich möchte auf jeden Fall ein Charakter sein für die Gruppe, die immer dafür sorgt, dass allen gut geht und alle gut drauf sind. Und sobald jemand eine Verletzung hat, kommt er, sie zu mir und dann kümmere ich mich drum und ich erzähle Geschichten. Ich bin so ein bisschen die Geschichten-Oma auch so in der Gruppe. Und ich bin ja im Kloster aufgewachsen, ziemlich behütet. Also ich habe von der Außenwelt tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen. Und ich würde sagen, ich bin auch noch ziemlich naiv. Also ich gehe raus und lerne jetzt tatsächlich erstmal die Wirklichkeit kennen und bin super neugierig darauf. Aber ich werde wahrscheinlich in vielen Situationen etwas unangemessen wahrscheinlich darauf reagieren, weil ich denke mal, alles ist im Gleichgewicht, alles ist gut. Und ja, das wird schon alles gut gehen. Die Kita-Tante, sagt ja. Die Chat. Was würdest du dir für Szenen wünschen? Ich glaube, Szenen, wo ich herausgefordert werde, auch moralisch, wo ich konfrontiert werde mit Dingen, wo ich mich entscheiden muss, vielleicht so dilemmamäßig. Mhm. Genau, das könnte ich mir gut vorstellen. Mal gucken, ob wir das heute schon unterbringen, aber ich schaue mal. Aber es wird ja ohnehin auch die Frage sein, weil der Gedanke schon, dass ihr eine Gruppe seid, die durchaus schon ein, zwei Sachen zusammen erlebt hat und die auch bekannt ist, dass man sie für Geld anheuern kann, um Probleme zu lösen. Verschollene Leute zu finden, um einen Schatz aufzustöbern, Dinge aus Ruinen rauszuholen, solche Sachen. Und da kommen sicher auch mal Leute mit Angeboten, die vielleicht moralisch fragwürdig sind. Okay. Ah, das ist gut, ja. Nur der Chat hört es gerade im Hintergrund die ganze Zeit, das OBS. Ich versuche, weil Nico sagte, das andere Layout sieht so viel besser aus, versuche ich gerade noch, das andere Layout zum Laufen zu bringen. Aber OBS hat überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen heute. Ich prügel mich weiter durch. Aber wir machen weiter mit Moritz, mit Obis. Was ist Obis? Außer der Typ mit dem Schwert. Pass auf, ihr kennt mich ja. Ich habe natürlich eine 12-seitige Hintergrundgeschichte für meinen Charakter geschrieben. Und zwar stammte Obis aus Hulburg an der Nordostküste der Mondsee und seine Eltern. Nein, Quatsch. Natürlich bereite ich niemals Hintergrundgeschichten vor. Und
Obbes und ich lassen uns mit dem Flow treiben. Was ich nur weiß, ist, dass er wirklich schrecklich zurückhaltend ist und einfach froh ist, wenn irgendwelche Leute ihn irgendwo hin mitnehmen. Aber natürlich wird er die dann auch mit seinem Zweihänder aufs Letzte beschützen. Und an Szenen, die ich mir wünsche, sind es natürlich Kämpfe, wo der Zweihänder schneiden kann. Aber auch so ruhige, soziale, wo Obbes ein bisschen Familie mitbekommt. Mhm. Familie. Und am Ende geht es um Familie. Und ja, dieses Buch ist auch noch extrem flauschig. Ja, und ich habe das auch, das hast du mir mal geschenkt. Ich habe dir das so mal toll. Irgendwann, ich habe mal, vier Stück davon irgendwo gekriegt und ich dachte, wenn jetzt die Kampagne schrecklich brutal wird, dann müssen die Informationen da rein. Oh, das ist so gut. Das finde ich sehr gut. So, und dann sind wir wieder beim letzten im Bunde angekommen. Und das ist der gute Walker. Gerade funktioniert OBS, betet, dass es weiterhin mich Dinge fertig machen lässt. Dann bekommen wir gleich noch das andere Layout mal zu sehen. Walker, wie ist Sizzler so im Gruppenzusammenhalt? Also Sizzler ist so jemand, der Freund seines Freundes ist auch ein Freund von ihm. Alles, was er nicht kennt, da ist er erstmal skeptisch, nicht zwangsweise ablehnend. Er ist herzig, freudig, aufgrund seiner etwas shady Vergangenheit, die er hinter sich gelassen hat, wo er eben so als Eremit dann ein bisschen rumgelaufen ist, passt ihm die Gelegenheit hier mit den ganzen Leuten hier schön zusammen, ein bisschen Geld verdienen, passt ihm persönlich ganz gut. Wie gesagt, er ist lieb, er ist offen, herzig, aber auch vorsichtig entsprechend versucht zu taktieren, ne, wenn es irgendwie an Gefahren kommt. Guckt er erstmal genau und dann schaut er, wo er seinen Pfeil setzen kann und wo er Leute unterstützen kann dann. Was würdest du dir für Szenen wünschen? Ich würde mir gerne wünschen, weil ich ihn so ein bisschen auch als sehr großen Tierfreund gebaut habe, dass er sich irgendwann mal mit einem Tier unterhalten kann. Und wenn er es schafft, irgendwo mal durchzuschleichen, wäre cool. Hervorragend. Heimlichkeit und Tierliebe. Ich glaube, Leute wissen, dass ich sehr gerne auch Tierbegleiter, Viecher und andere kleine, rumkriechende, freundliche Dinge spiele. Dann bleibt jetzt noch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Wie haben sich eure Leute kennengelernt? Ich glaube, es wurde schon gesagt, dass Elmara einfach in ihrem Kloster gearbeitet hat und ihr kamt vorbei und dann hat sie gesagt, ich wollte die Schürze mal an die Wand hängen und aufbrechen und in der Welt was erleben und hat sich dann einfach mehr oder weniger spontan angeschlossen. So im Sinne, ich kann sehen, diese Leute brauchen jemanden, der ihnen hilft. Genau, sie bringen sich potenziell in Gefahr, ich muss ihnen helfen. Bei Killian gesehen, so, schwerer Fall, Schürze bei Killian. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wo in den Vergessenen Reichen sind wir denn? Wir spielen an der Savage Frontier. Also wir spielen nördlich im Inland, wenn man die Schwertküste hinter sich lässt und dann einige Tage lang in die Wildnis reinstapft. Da spielen wir und fangen heute an. Das heißt aber, dass ihr durchaus fast von überall kommen könnt, weil das auch eine Gegend ist, die relativ bekannt dafür ist, dass es immer mal so etwas wie Goldrausch gibt. Irgendwas wird dort gefunden, irgendwas passiert da und auf einmal kommen Leute aus ganz Ferun dahin und versuchen ihr Glück und wollen da irgendwie ein neues Leben anfangen. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt aus der Region sein müsst. Also Alien ist wahrscheinlich aus Waterdeep einfach abgehauen. Mhm. Musste wahrscheinlich vielleicht auch von da abhauen. Mhm. Und vielleicht ist er entweder mit den Leuten, die mitgeflohen und hat gesagt, so, hey, komm, wir gehen jetzt einfach dahin, wo keine Leute uns kennen. Oder hat die Leute unterwegs vielleicht getroffen. Ja. Wollen wir sagen, dass irgendjemand von euch sozusagen die Keimzelle der Gruppe war? Also welche zwei Leute haben sich als erstes getroffen oder welche drei Leute haben sich als erstes zusammengeschlossen? Obbes? Nö? Obbes ist es nicht. Obbes ist es nicht. Obbes ist die Erfindung der Randerscheinung. Ich kann mir vorstellen, wenn unser Ranger auch so ein bisschen Einzelgänger im Wald unterwegs ist, dass er zufällig auf Saria getroffen hat irgendwann. Als sie von zu Hause abgehauen ist, um die Welt zu erkunden. Ach, von zu Hause abgehauen auch noch. Ja, natürlich nimmt er sich so einem
scheinbar, für ihn scheinbar wehrlosen Ding natürlich an und unterstützt es natürlich, was von zu Hause weggelaufen, natürlich helfe ich dir, ist überhaupt kein Thema. Vielleicht hat er am Anfang noch ein bisschen shady gewirkt mit so, aha, ein Gnom, der einfach von sich selbst aus irgendeiner dahergelaufenen hilft, so, ist er vielleicht doch ein Axtmörder, aber nein, ist er nicht, er ist ein Sizzler. Die Frage, wer von uns beiden ist der Axtmörder? die hat sich Sizzler nie gestellt. Alle gucken zum Halbling mit den Äxten. Das passt tatsächlich ganz gut, vielleicht haben wir uns drei irgendwie dann zusammengetroffen, irgendwie in der Nähe einer größeren Stadt und dann hat Saria quasi einmal Sizzler als so ein bisschen den guten, den positiven Part und auf der anderen Seite den Halbling, den Axtmörder. Ja, du könntest Sizzler wunderbar vor der Meute gerettet haben, die ihn beschuldigt hatten, natürlich irgendwas geklaut zu haben, was er nicht hat. Natürlich nicht, wird er niemals. Weil ich es geklaut habe, ja. Ja, ich sehe das so. Er geht dazwischen und sagt: Ey, was seid ihr für Speziesisten? Ja, nur weil das ein Gnom ist, ich schämt euch. Was denkt ihr, was werden eure Eltern von euch denken, dass sie machen? Das Ding ist wahrscheinlich einfach nur verloren gegangen und dann seid ihr weggegangen und dann hat das unter dem Mantel hervorgehoben. Sie sagte nur so, nachher der halbe halbe. Das war die Gründungsgruppe und dann ist Obis dazugekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die drei Obis getroffen haben und gesagt haben, hallo. Dann hat er gesagt, hallo. Dann haben sie gesagt, hey, sag mal, hast du Lust mit uns zu reisen und Leuten zu hauen, wenn sie schlecht drauf sind? Und dann hat er gesagt, ja. You look trustworthy. Klassisch. Und dann waren sie nach einem Abenteuer in einem Kloster. Was war das für ein Abenteuer, das euch da zusammengeschweißt hat und euch dann ins Kloster geführt hat, um euch zu erholen? Was ist da passiert? Alle, Ich wir haben gegen einen Wolf gekämpft oder so. Genau, was ist das? Du hast gegen einen Wolf im Kloster gekämpft. Nein, gegen einen Wolf im Wald und dann mussten wir uns, weil wir alle so brutal verletzt waren, in das Kloster zurückziehen. Ja, bitte! So, es war rutschig und schlammig und wir sind ständig ausgerutscht. Und eigentlich war es nur ein Waschbär. Okay, ihr habt ein Monster gejagt, das Geheimnis war. Monster. Und ihr seid einfach dem Wetter und den widrigen Umständen zum Opfer gefallen und sehr demotiviert und am Boden zerstört ins Kloster eingekehrt. Letzte Frage, wie hieß das Kloster? Wollen wir dem einen schönen Namen geben? Es wurde schon Melissengeist gesagt, aber ich weiß nicht. Ist es das Kloster, in dem Elmara dann jetzt war? Mhm, oder ist es dann noch folgend? Ah, okay. Oh, wie könnte das heißen? Ich mag das, wenn er Brainfart. Ich hab Brainfart. Ich kann dann selber gar nichts machen. Ich wollte gerade sagen, so zum Jungbrunnen und dann so, zu viel Klischee. Klostereulenwacht, schlägt der Chat vor. Oh, das klingt doch gut. Danke, The Mel, du hast Klostereulenwacht hier mit getauft. Klostereulenwacht befindet sich. Das findet sich im Hochwald, würde ich sagen. Zwischen Hochwald und Grey Peak und den grauen Bergen. Das ist schon ziemlich weit ab. Das ist auch ein Kloster, wo meistens nicht so viel los ist. Da hat Elmara auch sehr lange ein sehr ruhiges Leben geführt. Da werden seltene Kräuter gezogen, die eigentlich nur in der nebligen Berglandschaft genau richtig gedeihen, weil sie es kühl, aber feucht brauchen und auch nicht zu hell. Und daraus werden verschiedenste Heilmittel hergestellt. Ja, möglicherweise ist da auch eine Melisse dabei und möglicherweise wird da auch ein Branntwein mit angesetzt. Aber der ist hervorragend, wenn man damit die Gelenke einreibt. Dann hilft das gegen Schmerzen und Unbeweglichkeit. Und außerdem kann man hier regelmäßig Leuten, die von Unwettern ganz übel auf den Bergpässen überrascht werden, helfen. Und das ist auch ein bisschen der Zweck von Klostereulenwacht. Jetzt seid ihr schon ein Weilchen zu fünf durch die Lande gezogen, haben festgestellt, mit jemand, der die Wehwehchen wegheilen kann, ist das Ganze schon viel, viel besser zu ertragen. Und vor allen Dingen, die regelmäßig und gut kocht. Und dann andere Dinge mit Keksen und Ähnlichem bearbeiten kann. Habt ihr einen Namen für euer Grüppchen? Also, wenn ihr mit Auftraggebenden redet, an der euch anheuern möchte, muss der dann sagen, ich hätte gern die Gruppe mit dem Axthalbling
und dem Schwertmensch und der Schnapsoma. Die Schnapsoma. Schnapsoma. Das liebe ich. Ich kann das nicht, wenn Walker denkt und Steffen einen Schnurrbart hat. Dann bin ich raus. Wieso? Sie sieht so komisch aus, wenn ich versuche zu denken. Ich kenne dich so nicht. Also der, ich muss sagen, der Chat ist auch wirklich, wirklich sehr gut. Wenn es hinten zwack und vorne beißt, im Eulen wacht Melissengeist. Oh, herrlich. Sorry. Ich habe gerade echt eine Sekunde gebraucht, um die nochmal in meinem Kopf zu haben. Ja. Mm-mm. Die blaue Hand sind ja fünf und sie haben Schnaps. Die Sternstoppenbande, das ist süß. Oh, das süß. Ist wirklich süß. Fünf für Fälle, das finde ich schön, weil das alle rausgeklickt. Fünf für einige Fälle. Die fünf Fragezeichen, da würde Moritz sich entweder wohlfühlen oder sagen, das geht nicht, das haben drei zu sein. Die fünf Ausrufezeichen. Wir müssen dann aber auch jeden Fall übernehmen, das wisst ihr. Das wollen wir nicht, nein. Ja, ich habe das Gefühl... Ich bin bei der Sternschnuppenbande schon dabei. Oh ja, das ist schön. Vielleicht sind wir ja losgegangen, als gerade der Himmel voller Sternschnuppen war. Und haben uns alle gewünscht, dass wir gemeinsam auf Abenteuer ziehen wollen. Und das hat sich ergeben. Ja. Ja, das ist eine gute Origin. Liegt auch Sizzler. Nico, ich will auf jeden Fall haben, dass Sari über den Namen nicht begeistert ist, weil es viel zu niedlich ist. Aber wenn alle gegen sie stimmen, dann ist es vorbei. Nico möchte es auch gerne genau wissen, was das für ein Kloster war. Man sagt, dass wenn es im High Forest ist, dann sollte es ein elfisches Kloster sein. Aber ich habe gesagt, zwischen High Forest und den Grey Peak Mountains, da kann es, glaube ich, auch was anderes sein. Und welchem Gott ist es geweiht oder ist es mehreren Göttern geweiht? Ich meine, naheliegend wäre Ilmata, der blutende Gott, der auch der Gott der selbstlosen Hilfe ist und dem Beistand der Schwachen. Ich finde, Semikolons haben eine viel zu schwache Lobby. Das kommt aus ein bisschen aus dem Nichts, aber schön. Die Semikolons. wir könnten auch einen alten Forgotten Realms-Gag machen und uns The Cleric's Quintet nennen, was auch eine Roman-Fünfer-Reihe von Salvatore ist, mit einem völlig overpowerten Kleriker. Also für Forgotten Realms-Fans wäre natürlich Cleric's Quintet spektakulär. Aber nein, die Sterne sind cool und Ilmata als Gottheit passt. Gut. Läuft. Sehr schön. Es gab noch ein paar schöne andere Vorschläge. Ah, genau, die fünf Doppelpunkte, da kam das her mit den unterschiedlichen. Wir sind von den Fragezeichen irgendwann jetzt bei Semikolons angekommen. Aber es gab noch den Vorschlag, wie wäre es mit Kreuzgang? Das ist sowohl eine Anspielung auf Kloster als auch auf Gang. Aber ich denke, es sind die Sternschnuppen geworden. Das ist okay. Okay. Wir können an dem Bande noch feilen. Aber Sternschnuppen. Die Sternschnuppen. Nur die Sternschnuppen. Okay. Oh.